NoFap. NoFap ist irgendwie eine komische Sache. Ist nicht komisch, es macht Sinn, aber es ist so beidseitig. Es gibt so zwei Seiten von NoFap. Guck mal, das Eigentliche, warum man NoFap macht, ist, weil man diese Sucht aufgeben muss. Man muss diese Sucht nach dem Wichsen aufgeben. Die Sucht nach dem Wichsen und Schon. Genau das ist es. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, wo wir alles auf Knopfdruck bekommen. Wir bekommen alles auf Knopfdruck. Du willst kurz was essen, hast nichts zu Hause. Entweder steigst du in den fucking Auto, fährst 2 Minuten zu McDonald's oder du rufst beim Pizza-Lieferdienst an und du hast eine Pizza in 40 Minuten. Oder um entertained zu werden, ziehst du heutzutage einfach dein fucking Handy, gehst auf TikTok oder Instagram und dann bist du entertained. Du musst gar nichts mehr machen. Früher musstest du, keine Ahnung, rausgehen, dich mit deinen Freunden treffen und keine Ahnung, Fußball spielen auf der Straße, um dich irgendwie zu entertainen. Heute bist du einfach hier so. Und du bist entertained. Und genauso ist es bei Wichsen. Wichsen, Porno schauen. Du willst kurz mal Sex haben, dann machst dein fucking Handy an, schaust ein Porno und holst dir einen runter. Das ist genau das gleiche Gefühl wie bei Sex. Du hast das gleiche Visuelle, du hast das gleiche Gefühl. Und das holst du dir einfach so. Ist das aber gut? Ich denke nicht. Wir werden fucking faul als Gesellschaft. Ich auch. Ich sag dir ganz scheiße so, als würde ich das nicht machen. Ich bin genau so ein Typ, der, okay, ich fahre jetzt nicht zu McDonald's oder ich bestelle mir nichts bei der Pizzeria. Aber in den letzten Tagen habe ich mir auch sehr oft. Und da ist so das Ding. Natürlich, ich habe das Video gemacht, das letzte Video. Das alles bringt nichts. Aber du kannst auch auf das andere Extrem fallen, wo es dann wieder was bringen würde. Wisst ihr, jede Sache auf dieser Welt kannst du nur mit einer gewissen Balance machen. Warum macht man NoFap? Man will dieses aus Langeweile wichsen. Aus Langeweile wichsen sollte man komplett aus der Welt streichen. Wie passiert es denn, dass du auf einmal dir einen runterholst? Du liegst im Bett auf der Couch, schaust ein paar TikToks, du siehst einen Arsch und dann hast du sofort Bock. Aber das Ding ist, was dann die Leute machen, ist komplett darauf zu verzichten. Aber das ist auch nicht gut, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis, Sex zu haben oder zu kommen. Da kannst du nicht einfach deine menschlichen Züge wegnehmen, aus dir rausnehmen. Natürlich, wenn du mal Bock hast, dann hol dir einen runter. Aber das muss jetzt nicht jeden fucking Tag sein, zweimal. Deswegen ist hier eigentlich das Perfekte, wie schon gesagt, die Balance zwischen beiden. Du musst jetzt nicht für den Rest deines Lebens keinen mehr runterholen. Und wenn du in einer Beziehung bist und dir einen runterholst, das Digga, das musst du nicht machen. Das ist unnötig. Als wenn du nicht warten könntest, bis du deine Freundin in 2 Tagen wieder siehst. Okay, wenn ihr weiter weg wohnt, ist was anderes. Aber wenn ihr euch jeden Tag seht, dann nehmt lieber das Natürliche. Aber ich sag euch eins. Ich, wie gesagt, bin jetzt wieder auf diesem Trip, dich öfters einen runterzuholen. Und das ist auch nicht gut. Ich fühle mich auch nicht gut, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich auch sehr schwach. Ich fühle mich, keine Ahnung, das ist wieder dieses Gefühl, was ich vor ein paar Jahren hatte, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, nachdem man sich einen runtergeholt hat. Und das ist wirklich auch nicht mehr gut. Da hat mich auch wieder diese Sucht gegriffen, Type Shit. Weil alles, was du damit machst, ist einfach kurz von deinen Problemen weg zu sein. Du schaffst einfach deine Probleme für einen kurzen Moment beiseite und wenn du damit fertig bist, dann kommen alle deine Probleme wieder auf dich zurück. Genauso ist es, wie wenn du TikTok schaust. Du schaust TikTok, während du TikTok schaust, ist alles gut. Du lachst ein bisschen, du bist entertained. Und wenn du TikTok ausschaltest, dann bist du wieder in der ganzen Scheiße drin. Genauso ist es mit Netflix, mit fucking Fast Food. Und jetzt gibt's noch eine Sache. Viele sagen, durch NoFap hält man seinen maskulinen Frame. Dieser maskuline Frame, das ist so, du behältst deine Maskulinität. Du stößt dich in deine Femininität rein. Ich habe darüber schon mal geredet in einem Video. Die Maskulinität und Femininität, dieses Yin und Yang, was immer noch sehr, sehr wichtig ist in Beziehungen. Durch NoFap hältst du deinen maskulinen Frame. Ich denke aber, das Maskuline ist natürlich in jedem Mann drin, in jedem männlichen Wesen drin. Wenn du aber deine Menschlichkeit, deine menschlichen Wege, deine menschlichen Züge beiseite schiebst, dann ist es auch nicht mehr menschlich und auch nicht mehr maskulin. Weil wenn du mit Krampf, so, ich sehe viele Red Pill YouTuber, die sehr aus Hass agieren. Und das ist auch nicht mehr männlich. Das ist auch nicht mehr männlich. Du bist da so, Mädchen sind scheiße, Frauen sind scheiße, du darfst nie mehr runterholen, nie mehr Sex. Komm einfach in deine Energie rein.
deine Energie, sei eins mit dir selbst. Du musst deine eigenen menschlichen Züge nicht unterdrücken. Du unterdrückst dich nur selber. Du musst deine Energie, du musst in deine eigene Energie kommen. Durch zu viel Wichsen machst du das auch wieder aus der Balance, schiebst du auch wieder aus der Balance. Aber durch gar nicht mehr Wichsen passiert das Gleiche auch. Deswegen mach nur, wenn dieser menschliche Trieb einsetzt, weil dann bist du einfach ein Mensch. Du bist einfach ein Mensch, was wir alle sind. Wir machen es zu kompliziert. Deswegen, hab einfach Spaß, Mann. The fuck? Außerdem, bevor ich es vergesse, ich habe einen Zweitkanal. Da werde ich irgendwas hochladen. Ich werde auch wahrscheinlich anfangen zu streamen. Ich weiß nicht, auf Twitch oder auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Ich weiß, als kleiner YouTuber ist es nicht gut, so einen Zweitkanal zu machen. Aber scheiß drauf, ich habe Bock darauf. Ich habe auf dem Zweitkanal ein Horrorspiel hochgeladen. Das war eigentlich ziemlich lustig. Also könnt ihr euch gerne reinziehen, wenn ihr wollt. Und ja, wir sehen uns. Wie soll ich ein Foto von einem fucking Geist machen, Digga? Lass ihn einfach mal die Treppe hochgehen. Das ist eine gute Idee, Digga. Doch. Der kommt. Der ist vor dir, mach. Der ist vor dir, renn weg! Ah!